Und damit, was ist das denn jetzt? Oh, ach je. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, Railroads Online mit Midna, Die gleich Regale aufhängt. die gleich Regale aufhängt Im Hintergrund. und meine schönen Wände kaputt bohrt für unnötige Regale. Und Biostrike ist auch mit dabei. Moin. Moin. Ja, Bio, ich würde sagen, dann nehmen wir doch mal den Bauzug und machen hier mal Strecke frei. Denn ich weiß ja nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Wir haben tatsächlich die Vollmond. Vollmond. Wir haben Vollmond, sagt Mittler. Echt News. Wir haben die Raffinerie angeklemmt. Es ist soweit, wir können los. Hallo. Das ist schon echt eine feine Sache. Strecke einstellen kannst du ja, ne? Was soll ich einstellen? Strecke. Ach, theoretisch hast du recht, das könnte ich tun. Ja, erstmal müssen wir ja sowieso noch vorwärts fahren. So, machen wir mal Licht an. So, ihr kennt das ja. Auf geht's mit dem Bauzug. Ach ja, stimmt, das Ding war ja lahm, ne? Ich weiß nicht, was du meinst. Ne? Regler steht auf 30%. Haben wir irgendwo eine Bremse vergessen? Ne, ich habe schon geguckt. Ist das der Schneepflug? Hat er eine Bremse? Nee, ne? Nee, aber der ist Ich habe keine schwer. Ich gesehen. meine, so wirklich kräftig war die Heißler ja nie. Die Shay. Die Heißler war sehr kräftig, die Shay ist halt lahm. Ist, naja, wir fahren mal. Ach genau, wir wollten hier ja auch noch Wagen zusammenstellen. Ich erinnere mich, ne? Guck mal hier, Ja da gut, was stehen kommen wir schon denn? Kesselwagen, da stehen noch die Kohlewagen. Ja, ich weiß gar nicht, meine Lok steht da am Hof, genau. Genau, wenig Geld haben wir. Stimmt, ich hatte mir nämlich letztens noch überlegt, wir haben ja gesagt, wir fahren mit 30 Kohlewagen. Du Wir hast die machen Weiche 6. nicht gestellt. Wir machen 36. Ist doch unwichtig, wir müssen eh zurücksetzen. Also. Wir machen einfach 36, habe ich mir überlegt. Weil 6 mal 6 ist 36. Fand ich gut. Habe ich mir gedacht, jo, das ist gut. Habe ich mir so gedacht. Okay. So, mal gucken, ob wir weit rollen. Oh ja, ein bisschen. Da muss ich ja sogar die Bremse betätigen, oder? So, du sagst jetzt, ich soll das übers Tool machen. Eieieiei, immer diese Faulen. Wo sind wir denn? Das da sind wir, ne? So, dann lass mich mal da durch. Die stellen wir präventiv mit. Du bist auf dem Durchfahrtsgleis. Da will ich auch lang. Das passt. Das passt dann auch. Dann müssen wir nur die ganze Strecke zurück bis hier in den Geheimbereich. Hehe. Das ist der geheime Geheimbereich. So. Na? Ich glaube, das gibt ein sehr schönes Bild, wie du da gerade in der Luft springst. Oder ich mache nochmal, glaube ich, hier eins von unserem Bereich. Ne? Kann ich hier noch weiter rauf? Nee. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Ja, ihr lieben Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Holt euch noch was zu essen, zu trinken. Macht's euch gemütlich. Das dauert hier einen Moment.
Das dauert mit dem Bauzug immer ein bisschen. Ja, genau so macht die Lok gerade. Genau so. Also gefühlt zumindest macht die das gerade. Ah, das wird auch ein schöner Screenshot. Oh ja, doch, das sieht sehr gut aus. Och, hier sind ja noch, guck mal hier, hier sind noch Balken unterwegs. Kann die nicht noch was schneller? Da fragst du den Falschen. Hat sich nicht viel getan, ne? Auch vom Geräusch her. Na, dann können wir auch Kraftstoff sparen. Naja, wir haben auf jeden Fall alles dabei, was man braucht, ne? Ein bisschen Wasser, noch ein paar Scheitholz, Schienen, Balken, Schneeräumer, Waker, dass der gute Bio sich auch mal hinlegen kann, weil wir noch 5 Stunden brauchen für die Fahrt. Also so ist ja nicht. Jetzt fahren wir hier auf diese ewig lange Gerade. Jetzt habe ich nur kurz den Lüfter unter die Füße ausgemacht, ne? Schon ist mir kalt. Abgefahren. Oh, ist ja auch schon wieder 19 Uhr. Mensch, die Zeit vergeht wieder. Ich glaube, 20 Minuten bin ich noch da. Bist du da so konsequent? Ja, muss halt, ne? Ist halt mit Strom und so, ist halt so eine Sache. Mit Strom? Das letzte Mal, als ich nicht aufgepasst habe, war mein Finger einen halben Tag taub. Großartig. Ja. Ich musste letztens sehr lachen. Ich habe mir einen Ausschnitt von Dieter Nuhr angeguckt. Der sagte dann so, ne, es sind ja alle böse auf den Habeck und sowas. Ja, aber Leute, er hat es doch nicht gelernt. Er ist ja gewählt, nicht ausgebildet. Und dann sagt er so, das ist bei Politikern so. Da bin ich ja doch froh, dass es bei den Elektrikern anders ist. Sondern dass ja, die wenigstens noch ausgebildet werden. Ich musste ein bisschen schmunzeln und habe mir gedacht, er hat ja irgendwie recht, ne? Ja. Die sind einfach gewählt, die haben das nicht gelernt. Die können halt auch, also zumindest bei den aktuellen, die Hälfte von denen weiß ja nicht mal überhaupt, in welchem Gebiet sie da unterwegs sind. Aber ich musste ein bisschen lachen. Aber einen halben Tag hast du den Finger taub. Junge, Junge, Junge. Sitzt du da? Richtig eine, das zog durch den ganzen Arm, ey. Boah, sitzt du da nicht auf so einem Silikon-Hämorrhoiden-Kissen? Doch, es sind alles ESD-Matten und so weiter. Aber trotzdem, wenn halt die Restspannung drin ist und du kommst aus Versehen am Plus und Minus, und dann entledigt sich das, egal worauf du sitzt. Und du hältst da die Zunge an das Ding. Das ist halt unglücklich. Aber richtig noch Reststrom in der Spule. Den hat er einmal rausgejagt. Oh je. Jo, kannst ja eigentlich vom Glück reden, dass es wirklich nur die Spule ist, wa? Naja, ja, du lässt das Ding an dem Strom eingestöpselt. Das ist halt immer nur Reststrom so gesehen. Los, tu es. Trau dich. Aber. Trau dich, tu es. Ja, der erste Blick danach ist auch immer zur Steckdose. Ist das eingestöpselt? Nee, verdammt. Das ist schon, das tat schon richtig. Okay, echt, halben Tag war der Finger taub. Oh je. Ey, mach das nicht, den brauchst du noch hier zum Suchten. Ja, kann schnell passieren, sowas, ne? Ist halt. Ja, das ist Strom ist halt so eine Sache für sich. Das stimmt wohl. So, ihr lieben Leute, da sind wir auch schon bei unseren geheimen Geheimgleisen, auf denen der Dodger sein Unwesen getrieben hat. Denn während der Bio und ich bei den letzten Bauversuchen in Richtung Ölraffinerie halt am Verzweifeln waren, hat der Dodger sich gedacht, das tue ich mir nicht an. Mit deren Unfähigkeit, ich mache hier einfach was Eigenes.
Und zwar hat der Dodger uns sozusagen eine Abkürzung gebaut, indem man von hier direkt geradeaus durch sozusagen das Frachtdepot umfahren kann, wenn man zum Beispiel vom Sägewerk mit Balken zum Ölfeld will. Da ist jetzt die Frage, ob wir das so oft nutzen werden, weil letzten Endes ist das halt auch irgendwie immer eine coole Sache, durchs Frachtdepot zu fahren. Zumindest finde ich das, wenn man halt da das ganze Gekrempel rumliegen sieht. Ich finde, das ist eine coole Nummer. Aber es ist halt schon unheimlich praktisch, ne? Also es ist nicht nur sehr Ja. praktisch, sondern es bringt halt auch wirklich viele Vorteile. Damit aber natürlich nicht genug, sondern der Dodger hat natürlich auch mal eben wieder so einen kompletten hier Bahnhofsbereich konstruiert. So, komm, Bio, die Lok fährt von alleine, hoffentlich. Jetzt Ja, heißt tut es sie. für uns beide Bäume fällen. Ja, lauf mal los. Ich dachte, du Die ist läufst ziemlich schnell, vor. lauf schneller. Ich dachte, du läufst vor. Wieso denn ich? Immer muss ich hier vorlaufen. Na, da musst du dich halt um meine Reste kümmern. Titiritiri. Jetzt machen wir das, was wir immer machen im Bauzug. Strecke frei. Ah, ihr wisst ja, lieber ein zu viel wie zu wenig. Ach Mensch, was wäre das hier alles schönes Bauholz, ne? So, nein, das ist noch nicht freigemacht worden. Hier hat er einfach, wie gesagt, eine Lücke genutzt. So, und da sieht man auch schon das Erste. Müsste eigentlich der Dodger ein bisschen was dazu erzählen. Wenn er wieder da ist, kann er das ja noch nachholen. Hoffentlich. Wir lassen die Lok mal, würde ich sagen, geradeaus fahren. Hier machen wir dann ein bisschen mehr frei wegen der Weiche. Oh, es haut mich ja an. Also, weißt du. So, wie gesagt, wir fahren hier nach rechts. Und da haben wir dann auch schon den ersten Bereich. Gut, ich denke mal, hier können wir uns aber aufteilen, Bio. Hier sind doch ein paar viele Gleise und auch alle sehr groß. Ja, ich glaube, jetzt ist mal links das geradeaus Stück. Da lässt du die Bahn ja lang fahren, ne? Ja, so hätte ich das jetzt gedacht. So, wir haben natürlich auch hier ein Depot, wo wir also natürlich ihr wisst schon, unseren Brennstoffvorrat ergänzen können, unser Feuerholz wieder ergänzen können. Wir haben natürlich auch hier eine Besandungsanlage, wir haben den Wasserturm, wir haben natürlich auch unser Teleporthäuschen, also unser, ja, Teleporter, wie heißt es denn eigentlich? Verdammt nochmal. Nicht Teleport. Telegramm. Telegramm. So, Telegrafenhäuschen. So, jetzt habe ich es. Haben wir natürlich auch hier, wie gesagt, hier Abstellmöglichkeiten zum Vorbeifahren, Überholmöglichkeiten. Jede Menge Weichen, schöne geschwungene große Radien und vor allem halt auch sehr große Abstellmöglichkeiten. Also ihr seht, das ist hier eine unheimliche Größe, was hier entstanden ist. Dann haben wir hier ein Testgelände. Für Lokomotiven, Federung von Personenwagen etc. brauchen wir bis jetzt nicht. Aber wer weiß, was noch alles kommt. Hier ist auf jeden Fall ein Testgelände, wie gut sich die Lokomotiven so halten, wie gut die Fahreigenschaften sind. Da kommt auch schon unser Zug. Ich glaube, wir müssen jetzt aufpassen mit dem, was wir hier fällen und in welche Richtung wir Ja. das fällen. Ja, gut, wir können ja die Lok erstmal vorbeifahren lassen. Kommst du dann hinterher? Ja, ne? Ja. So, also ihr seht hier, wie gesagt, drei riesengroße Abstellmöglichkeiten, also für Ganzzüge. Hier, wie gesagt, ne, Sachen ergänzen, hier eben nochmal Wasser fassen, etc. Teststrecke. Also ist schon, wie gesagt, sehr fein wieder mal geworden. Halt bisschen im Nirgendwo, aber eben als Abkürzung. Deswegen ist das hier auch so eine Riesenstrecke geworden, obwohl sie eben dann doch abkürzt. Ist eigentlich eine coole Sache wieder mal. Ja, das ist so nebenbei entstanden mal wieder bei Dodger. Ich sage ja, das passiert halt, wenn ihr den Dodger mal unbeaufsichtigt rumlaufen lasst. Dann kommt sowas dabei rum. Das wird zu knapp gewesen sein. Na, vielleicht fällt er in die andere Richtung, geht. So, dann habt ihr, wie gesagt, auf einmal hier wieder neue Abstellbereiche und sowas.
Und oder schafft der Schneepflug, den zufällig jetzt echt wegzudeuen? Das wäre natürlich jetzt ein Träumchen, ne, fast. Wir versuchen es mal. So, dann gehen wir hier oder fahren hier einfach weiter über die Strecke. Was hast du gemacht? Liegt ein Baum. Der war wie eine Rakete. Ah. So, weiter geht's. Wie gesagt, Riesenradius. Riesenradius. Der Herr Physikprofessor hier, der berechnet sich das inzwischen. Der macht gar nicht mehr so viel mit Ausprobieren, sondern der berechnet das einfach und dann legt er schlichtweg einfach los. So. Und vielleicht erkennt ihr schon da links unsere Brücken mit dem Geländer. Die sind, wie gesagt, von der ganz langen Geraden, wenn man von dem Frachtdepot aus in Richtung Ölfeld unterwegs ist. Ja, und genau auf diese Strecke fahren wir jetzt auch ein. Boah, dort, das können wir, die können wir stehen lassen. Na, du stehst noch ein bisschen nah, du musst leider auch weg. So, dann fahren wir hier genau auf dieser Strecke. Kommen wir wieder rein. Und damit können wir dann auch gleich zum Depot weiterfahren und machen da die riesengroße Strecke frei. Gut, ne? Mal hier mal gerade gucken, dass wir hier auch die Weichen umlegen. Das wollen wir ja doch tun, damit wir auch in die richtige Richtung fahren. So, jetzt gucke ich noch mal gerade im Tool, ob da auch alles stimmt. Ich nehme euch natürlich mit. Also, wie gesagt, hier sind wir gerade lang gefahren. Und ihr seht halt, wir können hier den ganzen Depotbereich können wir komplett umfahren. So, dann fahren wir hier lang. Und wir wollen jetzt natürlich euch die neue Strecke da oben lang zeigen. Klarer Fall. Obwohl ich überlege, ob ich das Tool nicht auch mal ausmache. Wie gesagt, das soll wohl sehr viel Ressourcen verbrauchen. Gerade halt auch online. Oh, bei mir Obwohl, passt bis jetzt alles. ich würde auch sagen, läuft relativ flüssig, ne? Oh, und sind ja nur zu zweit. Das stimmt natürlich auch. So, zack, einmal durchs Dach springen. Mal gucken, was der Brennstoff sagt. Das kriege ich gleich wieder Ärger. So, ist wieder voll. Na, komm, lass mich auch Ja, nach schön. vorne. Verdammt, ich muss da auch nach vorne. Hallo. Na, alter Mann, was geht? Guten Tag. Aussicht. Wie, da kannst du drauf? Ja, sicher kannst du hier drauf. Warum denn nicht? Na, ich falle immer durch. Hier oben auch? Ja. Nee, versuch's. Hä? Vorhin hat er mich nicht gelassen. Ach ja. Immer deine Ausreden, Bio. Hör doch auf. Huch. Ja, nach vorne springen ist immer Mist. Nehme ich den? Nein. Gott. Nein. Okay. Welchen denn? Du wartest, worauf? dass ich dir das mache. Wann? Die Tage. Heute. Nee, die Tage. Meinst du, kann man nicht mehr bohren? Am Doch, Nachbarn. natürlich. Wir haben ja keine. Es ist 22 Uhr. Wir haben ja keine. Hör auf Na, jetzt. dann sowieso. Ich habe mir das verdient. Guck mal, ich habe den ganzen Stapel hier. Ja. Nicht jetzt. Ich mach das Regal aus dem Fenster. Oh, ich würde so gerne. Hier leere Schubladen Angebaut. und sie will unsere schönen Wände durchbohren. Das ist doch gar nicht dafür, Herrgott! Die schönen Wände. Gott kann da nur auch nichts für, ja? Ich kann auch ordentlich die Wände zubohren. Immer auf Das den Arm stimmt. Gott, weißt du? Der Ja, läuft immer kannst nur du. rum Bist und du hält sich etwa die eine Ohren Rettung zu. unter meinem Schreibtisch, weil meine Füße frieren? Meine Beine, Schatz, das friert nicht. Mimimimimimim. Ja. Warum frieren die? Weil meine Frau hier schon überall Kommoden unter den Schreibtisch gebastelt hat und dass deswegen keine warme Luft mehr zirkuliert.
Wenn du möchtest, kannst du deinen alten Schreibtisch mit dir nehmen und in den Keller damit gehen. Nö. Der zirkuliert dann auch die Luft. Im Keller? Mhm. Aber da ist unter ja gar, deinem Schreibtisch. Da ist ja gar keine Heizung. Geh in den Keller. Geh in den Keller. Übel Spock. Aber wir haben nur einen Raum mit Heizung im Keller. Ja, nimm ihn. Nutz es. Nimm die Chance. Oh, der vorne, wo du sie hast. Da vorne ist ein Prellbock. Ich erlaufe schon. Tu dir keinen Zwang an. Ich helfe dir, den Schreibtisch in den Keller zu tragen. Keller ist so non plus ultra, ey. Bloß nie gegen André in Keller, okay, tschüss. Ah, herrlich. So, da links seht ihr, wie gesagt, die Ölfelder und wir fahren geradeaus. Gott, mach, dich. Machen wir mal hier die Strecke frei. Ich mach da jetzt mal Essen, ne? Sehr gerne. Und danach bohren wir Löcher in die Wand. Einverstanden. Wieso ist hier links noch so ein Baum so dicht dran an der Schiene? Weiß ich nicht, mach ihn weg. Ja, mach ich gerade. Gut, jetzt ist die Gelegenheit dafür. Ist ein Ding. Also auch hier, vielleicht erinnert ihr euch an das Bauvideo. Ein sehr schöner, geschwungener, großer Radius. Ich glaube, bis hierhin irgendwo hatten wir vorgebaut, ne? Ja. Irgendwie so war das. Ist da vorne oder sowas, glaube ich, hatte ich gebaut und dann war Feierabend. Ah ne, das haben wir zwischendurch schon mal wieder abgerissen. Ja? Ich meine, ja. Bis hierhin tatsächlich hatten wir gebaut. Und dann war erstmal fertig, aber ich weiß es nicht mehr. Wir haben halt sehr viel auf dieser Strecke gebaut und geflucht und abgerissen und wir haben ja auch den kompletten Ladebereich an der Eisen-Dingens da nochmal neu gemacht. Richtig. Ich dachte gerade, die Lok hätte vor dem Baum gestanden. Nee, alles gut. Ich laufe und pass auf. Also theoretisch sollte sie irgendwann noch kommen, ja, da ist sie. Ich habe den Schneepflug gesehen. Ich finde, der macht sich sehr gut mit am Bauzug. Ja. Auch wenn der Probleme macht, am Bauzug scheint das zu funktionieren. Vermutlich, weil der halt langsam genug ist. Richtig. So, hauen wir das weg, hauen wir den weg. Hier noch was weg. Oh, hier auch noch einen weg. Schöne Gerade, also hier kann man auch mal ein bisschen Speed fahren. Wenn das denn die Wagen endlich mal mitmachen. Hm. Das ist ja inzwischen eher das Problem. Ja, wenn doch mal wenigstens Unterschied zwischen den Wagen wären, ne? Aber nö, sind alle langsam. Ja gut, ich finde halt, wie gesagt, viel schlimmer, dass die Lokomotiven inzwischen schneller sind wie ihr eigener Schlepptender. Ja, das noch dazu, das ja. Das ist eigentlich so mit das Hauptproblem, würde ich sagen. Hui, boah, der ging ab, du. Der ging ab. Der war gedopt, der Baum. Oh, doch, der kann bleiben, das ist in Ordnung. Dich weg und dich weg. Ja, halt einfach, damit. Oh, weiter... der flog aber richtig schnell weg gerade. Ne? Oh, hier ist auch noch einer. Ja, den hole ich sonst. Ich laufe hier. Okay. Oh, könnt ihr mir nicht. Entschuldigung. Fliegt der nicht weg? Ich gucke auch gerade. Die nee. Da noch? Ah. Nee, ist weg. Jo, okay. Gut, dann halt so. Und im Rahmen der Geschwindigkeitsrekorde haben wir hier natürlich keine Kurve hingesetzt, sondern einfach eine Brücke gebaut. Ich glaube, der Bio war das, ne? Du hast hier, glaube ich, hauptsächlich die Strecke gebaut. Ja, ich habe das hier gebaut, ja. Was ist das hier? Guck mal, hier, der Bio hat das gebaut. Bio, willst du vorlaufen und was zu deiner Strecke erzählen? Ja, ist eine Kurve mit Brücken. Okay. Also der Bio hat hier Strecke gebaut? Mit Schiene? Hat er das gemacht? Und Schiene, genau. Und da hat er Strecke gebaut hier. Mit sehr vielen, sehr großen Radien. Guck mal hier mal. Na nü. Ein Tänzchen gefällig. Das Gute. Dreht sich und dreht sich. Und dreht sich. Oh, jetzt war er schüchtern. Und mit noch ein bisschen mehr Brücke. Und wieder sehr großen Radius. Sehr großen Radius. Hallo Bingo. Ja, habt ihr euch doch gewünscht. Habt ihr euch doch gewünscht. Wir machen, wie gesagt, gerade die Strecke frei. Wow, der flog aber schnell weg. Das Doofe ist, dass der Bio gleich weg ist. Und dabei wollten wir doch Doppeltraktion machen. Aber der meint, nur weil der den ganzen Tag mit Strom arbeitet, müsste der auch noch wirklich ausreichend Schlaf kriegen. Ich weiß auch nicht. Bisschen, naja, soll man machen, ne? Soll ich mal auf die Lok warten? Komm, wir warten mal auf die Lok. Der steht mir auch noch ein bisschen nah dran.
Ah, nach dem ersten Schlag bin ich wahrscheinlich wach, aber nach dem zweiten weiß ich nicht. Nach dem zweiten schläfst du vielleicht wieder. Kommt gar nichts. Ich höre sie auch nicht mehr. Boah, nehmen wir Pech. Wenn das zu doll ist, schicken die mich 24 Stunden ins Krankenhaus zur Beobachtung. Ja. Strom ist aber auch echt böse, ne? Ja, Nicht nur, da dass war, der ja, muss wie ich beim gesagt. Ja. letzten Mal mich schon richtig gegen wehren, als der Finger taub war, dass sie mich nicht Echt? reinschieben. Ja. Ja gut, die tragen dann die Verantwortung im Zweifelsfall, ne? So, Ja. der Zug geht. Los, lauf. Bin gerade nebenbei auch am Railroads Online spielen, ne? Siehst du? Und wie läuft's bei dir? Oh, ich kann den alten Mann nicht sägen. Ist ja langweilig. Findest du? Ich finde das in Ordnung. Find das Fliegst in du Ordnung. weg? Vielleicht ist das einfach, weil die Haut hier schon so faltig ist. Die verklemmt einfach nur Ne. Sägeblatt. Das kann sein, ja. Ah, der ist auch noch was nah, der ist auch was nah. Oh je, der knickt ja ins Gleis, das wollen wir auch nicht riskieren. Roms, Roms. Der gute Holzfäller-Simulator, hui! Da gibt's doch nicht, also da gibt's da nicht sogar auch richtige Spiel von? Ich weiß gar nicht, aber Ich ich glaube, kann es dir war nur das Einzelplayer. nicht sagen, aber ich wüsste nicht, warum ich mir sowas auch noch holen soll. Ich sage ja, ich Ja, habe nö, so viel Zeug. Farming-Simulator reicht ja eigentlich. Das stimmt, da könnten wir eigentlich auch mal wieder anschmeißen für zwischendurch. Und Satisfactory wollten wir auch Ja, weiterspielen, um Gottes Satisfactory habe Willen. ich richtig Lust zu tatsächlich. Echt? Um Gottes Willen. Ja, irgendwie bin ich Entschuldigung. da, ich weiß auch nicht warum, aber jetzt bin ich Lust zu. Na gut, dann müssen wir das auch mal wieder rauskramen. Jo. Naja, bin nicht gut im Bauen, bin eher besser beim Farmen. Dodger! Da bist du ja wieder. Ungenehmigte Baumfellarbeiten. Dodger, bist du auch wieder in Discord? Dann ziehe ich dich natürlich hoch. Ich prüfe. Ist er wieder da? Nee, ist er nicht da. Na gut. Noch nicht. Noch nicht, ne? Dodger, wir haben gerade schon deinen Geheimbereich freigeschnitten. Ich wollte zwar eigentlich, dass du was dazu sagst, aber das hat so gut mit der Strecke gepasst. Ich hoffe, du bist mir nicht ganz böse. Das ist ein sehr schöner Bereich übrigens. Ich wollte das nochmal erwähnen. Also ein wirklich schöner Bereich. So, bin da. Doch, siehst du, da ist er doch wieder. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Cool, Ablösung. Wieso? Nee, Moment. Dodger! Jo, da bin ich. Moin. Hallo! Hallo. Sag Welchen mal. Bereich? Deine Abkürzung. Ach, du meinst diesen geheimen. Genau, die geheime Geheimabkürzung. Die haben Also die wir. Presse schon entfernt? Ja, klar. Wir sind schon durchgefahren. Wir sind durchgefahren, haben die Bäume entfernt, haben uns alles in Ruhe angeguckt und sind dann halt auf direktem Wege weiter hier zur. Also wir sind bei der Ölfelder. Ja. Wir sind auf jeden Fall direkt jetzt auf dem Weg hier weiter. So. Ja, doch auch mal besser Alter, wäre. schwer, das ist auch eine lange Strecke, ne? Das ist eine verdammt lange Strecke. Also wirklich lang. Vor allem, wenn ich überlege, einfach diese ewig lange Gerade, wo ich am Ende noch den Zug sehe und mir denke, der braucht bestimmt noch 15 Minuten, bis der hier durch ist. Guck dir das mal an. Guck mal, da ganz hinten, das ist das Schild. Das sind bestimmt noch 200 Meter oder sowas. Na, hier hast du aber nachgelassen. Na, ich muss da ja auch ein bisschen was lassen. So ein Quatsch, mal weg. Ich brauch das nicht, ich hab Level. Jo, bisschen Level habe ich. Ich weiß gar nicht, level ich damit überhaupt noch so richtig? Oh, Jo, nee, ab wüsstest Level du. 3 ist das ein bisschen. Na komm, Level 4 schaffst du ja wohl. Oh, schauen wir mal. So, Vor bin auch allem da. sehr schön. Vor allem hier auch, ne? 200, 300 Meter gerade. So gefühlt. Eine Soll ich schon riesig mal hier große Unfall Kurve. machen? Wir wollten da mit dem Bauzug ein bisschen machen. Okay. Ja, dann lass uns das mit dem Bauzug machen. Sind wir nicht gleich irgendwo an einem Dingenshäuschen? Irgendwo müssten wir doch gleich sein. Ja, das eine von vorhin habe ich schon wieder weggemacht, was ich da in die Pampa gestellt habe, Habe wenn ich du das gesehen. meinst. Habe ich gesehen. So, ewig lange Gerade, riesengroße Kurve, lange Gerade. Sehr schön. Eine sehr schöne Strecke. Ich sage ja, das ist hier auf jeden Fall eine Vollgasstrecke.
Deutscher Power. Genauso, genauso. Tütütüt. Ah, guck mal hier, sehr schöne S-Kombi. Das ist, glaube ich, hier das, was wir vorhin erst gebaut haben, ne? Ja, ich glaube, das ist jetzt hier wirklich die Schiene aus der heutigen, aus dem heutigen Stream. Ah ja, doch, müsste es sein. So, hier im Innenbereich mal noch ein bisschen mehr weghauen. Na? Jetzt warten wir mal gerade auf den Zug. Ich sehe ihn nämlich nicht mal mehr. Hallo. Der ist bestimmt einfach das Holz ausgegangen. Die steht jetzt irgendwo auf der Strecke und wir kriegen es nicht mit. Das kannst du natürlich haben, ne? Glaube ich nicht. Ich habe gerade eben nochmal vollgeschmissen. Stimmt auch wieder. Also das dürfte ja wohl noch drin sein. Ah, da ist sie. Ich fahre mal ein Stück mit. Ich glaube, das dauert noch. Das dauert noch, bis ich wieder in deiner Nähe bin. Dodger läuft schon vor. Ich laufe gerade die andere Strecke so gesehen zurück. Geh durch die Schlucht? Ja. Die ist richtig gut. Da fällt eigentlich noch eine Brücke drüber. Über die Schlucht? Ja, so vom Style her. Na? Direkt. Hallo. Wow. Flip. Einmal gegen Schild. Ja, da fahren wir mal hoch zur Raffinerie, wa? Sind denn da die Weichen richtig? Ich gehe fix ins Tool. So, die da unten schnibbeln wir auf. Ist also völlig Wurst. Die mache ich mal nach da. Und euch lasse ich auch mal so. So, fertig. Rest, wie gesagt, kriegen wir hin. Sehr schön. Ah, jetzt gehen wir aber doch wieder vor. Na? So, Poller ist entfernt. Oder? Nö, der passt eigentlich, ne? Der hier ist was schief, aber der wird durch den gehalten. Passt so, auch so, aber ich würde mich jetzt verabschieden, denn... Wie? Du weißt ja gar nicht, wohin. Ja. Ist natürlich in Ordnung. Lieber Bio, vielen lieben Dank fürs Unterstützen. Mal wieder. Jo, gerne. Schon also mal... die Strecke zurück zum Eisenwerk ist jetzt auch schon frei. Ach, herrje. Den Poller habe ich auch weggemacht. Sehr schön, vielen Dank. Dir schon mal eine gute und erholsame Nacht. Jo, euch auch, danke. Und vielleicht hören oder sprechen, schreiben wir uns ja die Tage. Ja, klar, auf jeden Fall. Ich bin mal positiv gestimmt. Ja. Bis dann, Bio. Okay, tschüss. Bis dann, Bio. Ciao. Viel Spaß noch. Danke. So, na dann machen wir mal die Brücken frei, wa, Dodger? Jo. Ich hoffe, die Lok schafft das, aber ich denke schon. Regler steht auf 45, das sollte eigentlich passen. So. Da bist du dran, sehr gut. Na, der hier ist vielleicht auch noch was nach. Pupp, weg. Guck mal, jetzt hier einfach so eine riesige Schneise, einfach mal nichts. Verdammt. Oh nee. Na? Geht ihr wohl ab? Bedankt. Ach, du bist krumm. Also kann man ja froh sein, dass wir Glück mit dem Wetter haben, ne? Stell dir mal vor, das wäre jetzt mal am Regnen. Also das wollte ich ja nun nicht. So, da kommt die Lok. Siehst du, die rollt da direkt den Schnee von der Brücke. Na, kommt.
Jetzt ist vielleicht ganz gut, dass wir ein bisschen Vorsprung vor der Lok haben. Ne? Ist der jetzt schon weg? Na, jetzt ist er weg. Besser, wie gesagt, ein zu viel wie ein zu wenig. Wenn wir hier nachher mit dem vollen Zug runterkommen und titschen dann weg, dann kriege ich wieder hohen Blutdruck. Das muss ja nun auch nicht sein. So. Roger, hast du denn alles erledigen können? Ja. Na, sehr schön. Moin, Isesto! Schön, dass du auch dabei bist. Wie geht's dir? Was macht die Kunst, Mensch? Schon gesehen, du hast auch ein neues Video hochgeladen bei YouTube. Gute Stunde lang, nur abladen. Bin leider die Brücke runtergefallen. Nö. Ja, weil alles schief lief. Das ist mir auch aufgefallen. Aber ich wollte es jetzt so nicht sagen. Abgesehen von der Ruckelei. So. Obwohl, wie du siehst, bei mir ruckelt es gerade auch recht gut, wo wir hier so die Bäume wegschmeißen. Aha, hab ihn. Den habe ich auch noch gekriegt. Du stehst mir auch was zu nah. Kommt die Lok eigentlich? Oder ist zu wenig Regler für die Brücke? Geh mal gerade gucken, wo der Zug bleibt. Okay. Ich habe das Gefühl, ein bisschen wenig Regler für die Brücke. Das Ruckeln ist nur so beim Videoaufnehmen. Beim Stream ist es weniger, okay. Ich habe gestern mein Depot komplett umgebaut und optimiert. Ach, meine Güte, du brauchst aber viel um, Mensch. Ja, ich glaube, Regler war was wenig. Ich glaube, etwas viel zu wenig. Sie steht einfach da unten. Großartig. Oh, das ist was in Gleis. Das kann natürlich auch sein. Nee, geht. Da geht auch. Nee, ich glaube tatsächlich, die kommt nicht hoch. Großartig. Zu wenig Regler für 1,5% Steigung. Was hältst du denn von der Idee des Entladens? Ich fand, es war eine coole Idee, sogar. Mit dem Hin und Her. Halt auch mit der Steigung und sowas, die du ja da auf beide Seiten gebaut hast. Großartig. Ach, guck mal hier, die Räder drehen aber durch. Ach, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ah, der Regler stand auf 25. Hast du den runtergedreht, Deutscher? Nein. War ich das sogar noch? So, versuchen wir das doch nochmal.
bloß etwas energischer. Also, wie gesagt, ich fand die Idee cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem halt, dass du, wie gesagt, in den Abladebereich reinrollst und dann auch wieder rausrollen kannst. Das fand ich echt richtig cool. Erst habe ich mir gedacht, okay, was verfolgt er damit für einen Sinn? Aber weil du eben rein und rausrollst, fand ich das richtig, richtig cool. Auf der anderen Seite hat man halt auch bei dir gesehen, ich glaube, so wirklich zeitersparend oder sowas ist das jetzt auch nicht unbedingt. Also es ist ja doch auch recht aufwendig. Und du musst halt auch immer voll dabei sein, ne? Und schlussendlich hast du auch, wie gesagt, deine Lok dabei gehabt. Wobei, er hoffentlich schafft die das. Stimmt, die Shay war auch nicht besonders kräftig, ne? Also was heißt das? Doch, ne, die war nicht besonders zu kräftig. Na gut, komm, also 66 müsste eigentlich reichen. Aber man muss nicht immer umkuppeln. Ja, da hast du natürlich recht. Aber schlussendlich musst du halt deinen... Du hast ja auch wieder einen Riesenzug da gehabt. Schlussendlich musst du immer zwei Wagen abkuppeln und musst es dann schlussendlich auch wieder einen Zug zusammenkuppeln. Das habe ich ja dann doch gesehen. So, Dodger, der Bauzug Kurt. Was? Der ist Kurt? Der Bauzug Kurt. Er ist auf dem Weg. Ja, er kommt. Der Kurt, er kommt. Nee, er kommt. Der Kurt. Sollen wir den da oben irgendwo stehen lassen? Haben wir Abstellgleis. Ja, eigentlich, ne? Ah, naja, gut, wir müssen natürlich die Strecke nach unten nochmal frei machen. An sich. Nee, da müssen wir doch ein Stück. Das ist ja doch eine recht große Strecke. Oh, guck mal, da hinten ist das Eisenwerk. Schön. Geplant war es so, dass die halt reinrollen, dann wieder raus, bis an die Lok ran und nur noch ankuppeln. Das Hin- und Herfahren soll normal nicht sein, okay? Ich habe gedacht, du willst mit Absicht da rausrollen über die Weiche und willst dann auch wieder zurückrollen, dass du da praktisch deinen neuen Ganzzug wieder zusammenkuppelst. So hatte ich das interpretiert. Muss ich noch vorlaufen, Dodger? Da hast du schon alles freigemacht, da. Ich hab soweit alles bis auf die Kehrschleife hinten. Gut, ich schaff's auch gerade irgendwie nicht nach vorne zu kommen. Nee, sind erst nach zwei Fahrten sozusagen wieder in selbiger Reihenfolge. Und man kann genau drei rollen lassen. Ja, ist doch cool. Also wie gesagt, die Idee fand ich echt genial. Hat mir sehr gefallen, deswegen. Und die Riesenzüge macht mir echt mehr Spaß als die kurzen. Ja, ist ja... Mir macht Riesenzüge fahren auch Spaß, nur das Beladen nicht. Das ist halt so mehr mein Problem. So, ihr lieben Leute, willkommen, willkommen, willkommen. Ich dreh mal runter in Richtung 30. Dürfte ja für hier oben reichen. So, wir sind, wie gesagt, angekommen an der Raffinerie, ist es, ne? Genau, wir sind an der Raffinerie angekommen. Ja, knapp, aber geht. So, auch hier, wie ihr wieder seht, Abstellgleise, Abstellgleise, Abstellgleise. Alles da, was das Herz begehrt. Hier hat auch wieder der liebe Dodger sein Unwesen getrieben. Ja, so sagt man, meine ich. Was heißt Unwesen? Oh, den, glaube ich, kloppen wir aber auch weg. Der steht da an der einen Seite doch ein bisschen nah. Was damit?
Bisschen grün wäre zwar nicht ganz schlecht, aber weg damit. So, also wie gesagt, der liebe Dodger hat das hier übernommen, nachdem mir nervlich schon wieder das Ganze ein bisschen nahe ging. Nein, letzten Endes, ich habe mich hier irgendwie so ab und zu ein bisschen verzettelt und ich teste ja dann mehr aus. Und der Dodger, der ist halt als Doktor Professor der Physik oder der Atomphysik, was war's? Du darfst mich gern korrigieren. Ist der halt in der Lage, sich das einfach alles zurechtzurechnen und dann macht er das eben auch. Und dann ist das für den manchmal so, dass er da einfach steht und sagt, komm Schütze, geh beiseite. Ich baue jetzt hier 3 Meter davon, 4 Meter davon und siehe da, das passt alles so schön. Naja, gut. Also, wenn das einer besser kann, soll er das doch bitte auch tun. Hat er auch gemacht. Dann haben wir uns hier, wie gesagt, schon mal mit dem großen Radius, mit dem großen Bogen hier beschäftigt. Ist ein 60er Radius, ist mir was, ja, ist eigentlich etwas schmal geworden. Also es ist natürlich immer noch verdammt groß, ne? Aber ich hätte ihn einfach gerne größer gehabt. Ging halt nicht ohne größere Komplikationen, also ist es halt jetzt ein 60er, fertig. Muss man leider manchmal mitleben. Auch ich. So, hier, wie gesagt, gehen wir dann weiter, sind schon fast wieder auf dem Rückweg. Hier sieht man auch, hier wäre eigentlich noch echt verdammt viel Platz für so ein schönes Betriebswerk, was wir hier noch so reinschmeißen könnten oder halt einfach letzten Endes Abstellmöglichkeiten in alle Richtungen. So ist nicht. So, was hat der ISS da wieder gefahren? Ja, gefahren geschrieben. Ich baue das Ding da unten nochmal um, optimiere es. Das Beladen geht mittlerweile auch. Ich bremse den Zug immer mit Wagenbremse. Auch wenn man alleine ist, ist es zu zweit ja noch einfacher. Ja, ich glaube dir, dass das alles gut geht. Ne? So ist es nicht. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich glaube dir, dass das alles gut geht und dass du das voll im Griff hast. Es dauert mir nur schlichtweg zu lang. Ich habe halt mehr Spaß am Lokomotive fahren, wie eben am Beladen. Dodger, stapeln sich hier hinten nicht die Balken, doch, ne? Oder das Bauholz? Dort, wo der Baum steht, ja. Hau ich den auch weg, ne? Aber... Ne? Dann lassen wir. Lass den mal stehen. Ich lass den mal stehen. Kann man den später immer noch umhauen. Da hast du recht. So, dann wie gesagt, hier der Beladebereich von den Ölfässern. Ihr könnt direkt am Anfang, wenn ihr hier hochfahrt, könnt ihr wie gesagt entscheiden, über welche Strecke ihr fahren wollt. Ob ihr im Prinzip einfach nur beladen wollt oder eben ob ihr Material bringt. Ihr könnt aber dann wie gesagt auch hier über die Wendeschleife fahren. Ganze geht natürlich auch andersrum. Man kann das Ganze also hier als Wendeschleife auch benutzen und in die gleiche Richtung praktisch zurückfahren. So, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Rückweg. Den mache ich auch noch weg. Steht mir einfach hier zu nah am Gleis. Mal gucken. Wie gesagt, wir brauchen da ja eh noch... Oh, das könnte man vielleicht hier sogar reinsetzen, ne? Ja, auch so, weißt du, hier Holz, Gedöns und sonstiges. Machen wir hier halt nur einen Weg dran vorbei, dann ist das eben so fertig. Bist du zufällig auf der Lok, Dodger? Ich bin zufälligerweise auf dem Waker. Kannst du in die Lok... Weil vom Prinzip her glaube ich, du könntest den Regler runterdrehen. Regler auf? Okay. Nee, nicht ganz. So, was ich cool finde an den langen Zügen ist die Bremsverzögerung wegen der Last oder auch das Anfahren. Ja, kann ich nachvollziehen. Das kann ich nachvollziehen. Obwohl, das merkst du bei 6 Wagen teilweise auch schon. Kommt halt immer drauf an, welche Lok du davor hast. Häng doch einfach vor deine nächsten Züge die Montezuma und ich verspreche dir, du wirst das sehr extrem sogar merken. Auch bei kleineren Zügen. Hm? Also wir haben ja mit 2 Montezuma, was haben wir denn gefahren? Ich glaube 12 Kohlewagen, ne? Also 12 Kohlewagen und ein Waker, genau. Das war schon auf Steigung, ja. Ich glaube, die Maschinen liefen beide auf 100% und sind auch so gerade eben den Berg hochgekommen. War lustig, hat Spaß gemacht, mal für zwischendurch. War halt was anderes. Wer die Katastrophe mal sehen möchte, gibt es natürlich auf YouTube. Findet ihr alles online. So, genau. Hier, wie gesagt, die Abfahrt. Bis hier. Wo du meine Lok löschen wolltest. Stimmt, weil du die ganze Zeit am Drängeln warst. Ich erinnere mich. War nicht am Drängeln. Nein, Dodger, ich bin von der Brücke gefallen. Ich krieg den Baum auf der anderen Seite nicht gelöscht. Oder? Habe ihn doch gekriegt. Den habe ich auch gekriegt.
Das ist halt jetzt ein bisschen ungünstig, das haben wir gerade eben auch schon festgestellt. Bei der Trestle Bridge, also bei dieser Brücke hier, haben jetzt hier die Pfosten haben Kollision. Ihr kommt da nicht mehr drunter her oder sowas. Also wenn ihr einmal runtergefallen seid, dann habt ihr schlichtweg Pech. So. Wie sieht das damit aus? Ich mache dich auch mal besser weg. Ich kann das gerade hier schlecht einschätzen. Und du stehst auf jeden Fall zu nah. Ich mache mal auch präventiv mal weg. Der sieht gut aus. Dodger, ich bin hier unten erst, ne? Du musst bitte. Ja, ich hab die Bremse drinne. Hoffentlich reicht das noch. Ah ja, sehr gut. Mann, das klang so, als wärst du echt schnell gewesen. Und er so, war ich auch. Regler 100. Nee, regt das auf null. Bremse war auch auf 0. Jo. So. Dann kann die Shay ja auch etwas schneller werden. Huh. Na. Ey, habe ich dich nicht abgesägt? So, jetzt aber. So, jetzt kommen wir hier über unsere schöne Brücke wieder nach unten. Müsste passen, das sollte auch passen, das sollte passen, dich noch weg, du weg, du weg und du auch noch und sowieso und deshalb du auch und du auch. Nehmen wir mal zwei weg, dass wir die Weichen erkennen. Genauso wie hier. Man muss zwar theoretisch nicht von der anderen Seite kommen, aber ich will die halt einfach erkennen. So. Ja, ich würde Da sagen, steht noch ein Baum auf der Schiene. echt? Oh, in der Tat. Der steht aber richtig gut sogar auf der Schiene. Großartig. Fertig, Meister. Jetzt laufen wir mal noch hier in den Wald. Ich meine, ich hatte hier doch auch Abstellgleise, wo noch Bäume drauf waren, oder? Ah, die Abstellgleise waren zu kurz. Ja? Hattest du beim letzten Mal wie angemerkt? Oh. Können wir die denn verlängern? Ich prüfe, das sieht da drüben aus, als ob man die zumindest ein gutes Stück noch verlängern könnte. Okay, dann kann man die auch hier freiräumen. Vielleicht meinte ich auch, die sind zu kurz für den Riesenzug, mit dem wir hier letztens vorgefahren sind. Aber es wird einen noch größeren geben. Und da hinten ist noch nur unnötige Weichen. So unnötig. Ja, genau. Da wollten wir ja ursprünglich mal ankommen. Das ist der Grund für die unnötige Weiche. Da wollten wir ursprünglich ankommen. Das haben wir aber ein bisschen verschoben. Genau, hier vorne, die meinst du, ne? Ja. Genau. So, das hat einfach nur, wie gesagt, wir wollten hier eigentlich rauskommen. Das hat sich aber verschoben, damit wir, wie gesagt, direkt wieder in Richtung, ihr wisst schon, Ölfelder aufbrechen können. Denn letzten Endes kann man nachher im Ende, oder es wird einen Tankwagen zugeben. Der kann vom Prinzip her halt auch einfach im Kreis fahren. Also der braucht nicht viel extra. Könnte die um 30 Meter verlängern. Ja, machen wir direkt. So, zack, hier direkt links Weiche rein, direkt dahinter würde ich sagen. Das passt, das ist in Ordnung. Und genau. Jetzt sehen wir auch wieder was.
Wunderbar, guck mal hier, sehr schön. So. Haben wir das auch? Brennholz oder sowas hatten wir hier nicht, ne? Oder? Auf der anderen Seite. Ne, ich glaube, hier hatten wir kein Nein. Brennholz oder sowas, ne? Na gut, dann ist das halt einfach so. Fertig. Oder sollen wir das hier auf die andere Seite schmeißen? Die Strecke könnte dafür lang genug sein, ne? Sollen wir hier ein Brennholzdepot noch hinmachen, Dodger? Oder meinst du, ist was übertrieben? Naja, ich denke mir jetzt gerade, wenn wir hier direkt am Ende und da bei dir am Ende jetzt nochmal eine Weiche hier links machen, beziehungsweise bei dir rechts, haben wir auf jeden Fall noch einiges an Strecke, wo wir das Ding umfahren könnten, oder? Ja, okay. Das könnte dann fast sogar wieder schick aussehen. So. Okay, das hätte ich jetzt zwar nicht alles abgerissen, aber... Ja, warte, ich muss es... Ja? Wir wissen, wie lang die... Achso, kann ich dir sagen, ich laufe gerade schon. Moment, ich muss nur eben den Radius rausnehmen. Also ich bin schon bei 70 Meter. 80, 90... 106 Meter... So. Wie viele Weichenabstände brauchen wir denn? Ja. Okay. Also das wären so 2, 3, ich vermute so bei der vierten können wir grob bestimmt drumherum fahren, ne? Vermute es jetzt einfach. Wissen tue ich es nicht. Ist jetzt nur eine Schätzung. Ich lasse, wie gesagt, hier den Dr. Professor mal machen. Ne, ich bin halt mehr so der einfach da Weichen klickt. Huch. Oh, nee, die war falsch. Aber ihr merkt schon, wird schon sehr knapp. Ja, passt nicht. Siehst du, passt nicht, weil ich hier gebastelt habe. Seht ihr, deswegen immer Dr. Professor fragen. Der regelt das. Der setzt das dann genau in die Mitte und dann macht er das schon. Guck mal hier, der setzt das sogar direkt gerade an die Schiene. Zieht euch das mal rein. Seht ihr das? Guck mal, da hinten kannst du die Kante vom Bahndamm sehen. Dann siehst du, dass der das auch noch perfekt da reingesetzt hat. Das musst du erstmal schaffen. Das muss. Ah! Okay. Ha! Kommando zurück. Es ist auf die volle Länge bestimmt einen Zentimeter verdreht. Mindestens. Vielleicht sind es sogar 2. Ah, gleich haut er mich. Ja, herrlich. Herrlich, immer wieder. So, haben wir das auch? Oder gleich haben wir das? Also, der Dodger macht das. Ich halte mich da besser raus. Ich würde ja eigentlich gerne noch mit euch die Strecke durch die Schlucht fahren, ne? Das Problem ist, ich weiß, dass die halt auch echt lang ist. Also die ist wirklich lang. Die ist zwar cool, aber die ist echt lang und wir müssten vor allem dafür dann auch wieder komplett zurück durch die... Na, ihr wisst schon. Durch die Ölraffinerie. Das würde ich sagen, muss jetzt erstmal nicht sein. So direkt. Können jetzt mal hier gucken, wo wir hier stehen. Hier stehen wir genau, wie gesagt, auf den Weichen. Wir fahren auch geradeaus. Das ist auch richtig so. Hier unser Umfahrungsgleis. Aber da brauchen wir hier eigentlich auch nicht noch eins, oder? Könnten natürlich jetzt hier auf der Seite auch noch mal eins reinmachen. Frei nach Motto, dann kann man hier noch was abstellen, wenn man an der Ausfahrt ist. Aber im Normalfall, wie gesagt, warum soll ich hier noch was abstellen? Denn ne, das kann ich auch da vorne machen. So, hier war auch alles soweit tipptopp, meine ich. Das haben wir auch eröffnet und fertig gemacht. Das sieht auch ganz gut aus alles. So, das finde ich okay, wenn ich mal eben die Strecke ablaufe durch die Schlucht. Nur um das zu zeigen. So, wir kämen dann
Also die Idee ist halt auch, wenn man Material bringt, ne, man muss nicht über das Ölfeld, man kann dann eben auch hier durch das Eisenwerk fahren, beziehungsweise wenn man eben vom Eisenwerk aus kommt, dann kann man hier lang, also eigentlich muss nur der abholende Zug, muss, für den macht es an sich Sinn, die riesengroße Runde zu fahren. Von der Strecke her, ja, kann man halt auch, wie gesagt, diese hier nehmen, die ist auch vom Prinzip her etwas kürzer. Aber gedacht ist die Strecke eigentlich eher so für die Zulieferzüge, ne? Also wenn die, wie gesagt, hier die Röhren bringen oder. So, den machen wir auch noch weg, weil der hier direkt an den Weichen ist. Wie gesagt, an den Weichen habe ich einfach ganz gerne viel Luft. Im Prinzip, genau, wir hatten glaube ich auch schon mal darüber gesprochen, hier könnte man auch noch eine Umfahrungsstrecke reinbasteln, bauen. Müssten wir eigentlich auch. Und zwar, wenn man von hier kommt. Nee, hier der Zug muss ja auch beladen werden, genau. Ich glaube, deswegen haben wir auch nachher gesagt, können wir uns schenken. Und weil dann hier wieder die Strecke umgebaut werden müsste. Da habe ich jetzt eigentlich wenig Lust drauf. Na, wir gucken mal. Überlegen uns das mal. So, weil hier gibt es Stahlröhren, die müssen ja zur Raffinerie, ne? Kisten nicht. Kisten müssen nur und ausschließlich zu den Ölfeldern. Kann man aber natürlich auch gut verkaufen, denn letzten Endes in den Boxcar gehen 32 Stück rein. Das ist eine Menge Zeug übrigens. Das ist wirklich eine Menge Zeug. Ich glaube, es steht sogar noch ein voller Zug, steht da oben herum. So, dich mach mal auch noch ein bisschen weg, dich mach mal weg. So, und auch hier wieder, wie gesagt, dadurch, dass wir hier unten jede Menge Platz haben und fast alles wirklich eben ist, haben wir uns halt auch hier erlaubt, sehr große Radien zu legen, was eben durch das neue System auch so genial zu machen ist. Das muss man ja auch nochmal sagen. Wir haben es natürlich früher auch schon versucht, immer sehr große Radien zu legen. Das war aber halt nie so ganz einfach, ne? Man hat zwar eine Gradzahl, aber dann hatte man ja immer noch diese Ministücke. So, und hier ist halt der Vorteil, du kannst jetzt die Schiene nehmen, du kannst auch mal 200-300 Meter nach vorne laufen, um zu gucken, ob das passt. Und dann fährt man hier in diese richtig geniale Schlucht rein. Hier lassen wir auch die Bäume auf jeden Fall stehen. Und ich habe ja schon gesagt, da oben ist, denke ich, auch ein richtig guter Spot, einfach mal um so ein paar Videos zu machen. Ich sage jetzt mal hier auch sowas wie Scheinanfahrten oder so, ne? Halt einfach, dass man mal da sitzen kann und kann gucken, eben wie der Zug da durchfährt. Also da freue ich mich auch jetzt schon drauf. Den würde ich vielleicht noch wegmachen. Der ist mir doch noch was nah und krumm ins Bienenbett geht er auch. Du darfst bleiben, dich mach mal wieder weg. So, und dann hier eben, wie gesagt, aus der Schlucht raus, in die Kurve rein. Genau hier zwischen den beiden Hügeln durch. So richtig ganz genau. Hier links und rechts ist nämlich dieser kleine Berg im Weg. Und von da kommen wir dann wieder mit der Riesenstrecke da von den Ölfeldern, die wir gerade eben freigemacht haben. Dann verbinden sich hier die beiden Strecken, wie man sieht. Und ja. Fertig ist, ne? Dann geht es wie gesagt hier hoch zur Ölraffinerie. Also wie gesagt, der Weg sollte etwas kleiner sein, etwas kürzer sein. Der macht vermutlich für den einen oder anderen Zug auch Sinn. Aber die Strecke ist halt auch genial. Und sie ist halt echt riesig und macht Spaß zu fahren. Es ist auch halt, wie gesagt, eine Vollgasstrecke. Also von daher würde ich behaupten, das geht alles. Ja, wobei man hier vermutlich auch nicht zu langsam sein muss. Ich gehe davon aus, man kann hier auch was zügiger fahren. Bin mir sogar sehr sicher, um ehrlich zu sein. Bin mir sehr sicher. Na, wenn man sich das hier so anguckt, das ist schon eine feine Sache. Und halt, wie gesagt, alles quer durch die Schlucht, ne? Und alles in der Ebene finde ich besonders cool. Muss ich echt sagen. Trotzdem haben wir natürlich geguckt, dass wir ein bisschen näher an den Berg rankommen. Das wäre vermutlich dann so das Haupteinsatzgebiet vom Schneepflug. Das wäre wohl so das Haupteinsatzgebiet. Aber da das hier ein Spiel ist, betrifft uns das natürlich erstmal nicht so ganz. Zum Glück. Ganz ehrlich, zum Glück. Wie schrieb letztens einer so schön, ihr braucht doch nicht so pedantisch zu sein, ihr seid doch nicht bei der Deutschen Bahn. Ich musste ein bisschen schmunzeln, recht hat er natürlich. Müsst jetzt gerade mal gucken. Auf jeden Fall, Grüße gehen raus. Du hast natürlich recht, wir sind nicht bei der Deutschen Bahn. Nein, wir brauchen nicht so pedantisch zu sein, aber es macht Spaß. Also mir zumindest. Wie sieht es bei dir aus, Dodger? Ja, gut. Oh ja, geht.
Also Dodger hat nicht so viel Spaß. Aber doch, auch. Aber er spielt trotzdem mit mir. Ich habe einfach Glück. Aber wenn ich jetzt... gerade nur... Hä? Klappt nicht? Soll ich unterstützen? Oh, ey, alles gut, alles gut. Ich bin halt nur gerade... Soll ich wen hauen? Oh je. Din, 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 din. Entschuldigung. Hä? Ah, ehrlich? Nee, wenn so ist falsch. Muss ich schon mal drehen hier. Oh je. So. Die da wollte ich haben. Klar. Ah, da muss ich echt einiges wieder umbauen, ne? Wie lang ist denn das? Passt hier überhaupt was drauf? Oh, es geht, ne? Ach, wieder das Gleiche. Aber Moment, ist mir aber egal. Ich will ja hier eh eine Kurve dann hinsetzen. Ja, dann können wir das doch so tun. Dann gucken wir doch mal, dass wir das hier noch ein bisschen optimiert kriegen. Vermutlich rege ich mich jetzt auf, weil ich die schöne Strecke kaputt mache. Na, vielleicht auch nicht. Wir schauen mal. Nö, kann man so lassen, würde ich sagen. Das hat er gut gemacht, auch wenn er hier wieder so einen leichten S-Knick hat, das ist ja egal. Da kann ich doch voll mit leben, muss ich ja dann doch gestehen. Jo. So hat der Dodger sein Umfahrungsgleis. Nicht, dass er wieder auf irgendwen hier warten muss, wie zum Beispiel mich. Weil ich einfach so eine lahme Kröte bin. Was hast du? Und du gedacht. Beim letzten Mal zumindest. Bin ich mir fast sicher. Du legst mich jetzt aber einfach nur in den Mund. Ja. Und? Passt? Ne? Siehst du, er hat zumindest jetzt nicht großartig widersprochen, würde ich jetzt mal sagen. Ach, herrlich. So, links, die da wollten wir. Machen wir auch wieder. Na, also es sind auch, wie gesagt, etwa 56 Meter Ausweichstrecke hier. Das ist jetzt schon nicht ganz wenig, ne? Da kann man ruhig sagen, na ja, okay, komm. Und es ist halt wirklich ein reines Umfahrungsgleis, wenn man jetzt hier... vom Ölfeld kommt. Das macht natürlich dann doch Sinn, ne? Wenn hier, wie gesagt, die Züge stehen zum Beladen, dass man dann, wenn man mit Öl kommt oder was, dass man sagen kann, okay, komm, ich fahre dran vorbei. Doch, das macht schon auf jeden Fall Sinn. So, könnte man jetzt sogar theoretisch sagen, man fährt noch weiter und geht da hinten erst wieder gemeinschaftlich. Aber wir lassen das mal so, das sieht gut aus, das macht Spaß, links und rechts wieder am Weichenhebel. Jo. Den braucht man ja eigentlich erstmal weniger, Gott sei Dank, der ist halt wichtig. Da muss man immer gucken, auf welcher Seite der Lokführer sitzt. So, 92, hier wollte ich eigentlich auch noch sowas wie Gehwege natürlich hinbasteln. Aber so aus reinem Bahndamm, hatte ich gedacht. So ungefähr, jetzt ist der natürlich falsch rum, ne? Klar ist der immer bei mir. Wenn ich Bahndamm baue, ist der immer falsch rum irgendwie. Habe ich auch noch krumm gesetzt? Ne, die Dinger sind einfach nicht gerade zueinander. Das wird ja immer schöner hier. Du. Tüt, 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 tüt. Ja, ne?
Was denn? Essen ist fertig. Essen? Oh. Leute, ich muss essen. Komm ich auch was? Bestimmt, komm rum. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Wann bist du hier? Gute Frage, nicht Frage. Okay. Ich hoffe, du magst das. Ich weiß nicht, was es gibt, aber ich hoffe, es schmeckt dir dann auch. So, der Inspektionsweg hier. Muss man natürlich jetzt hier doch noch was zu ersetzen. Ja gut, liebe Leute, es tut mir leid, aber ich muss dann an dieser Stelle beenden. Denn, wie gesagt, meine liebe Frau hat gekocht und das sollte man dann auch, finde ich, wahrnehmen. Mal ganz ehrlich. Das ist leider noch nicht die Höhe, die ich brauche, ne? Das wollen wir doch dann auch wahrnehmen und wertschätzen. Zumal, die kann echt gut kochen. Das kommt halt auch noch dabei. Verdammt nochmal. Wenn ich hier den Bahndamm noch eben, müsste ich doch noch ganz fix mal eben hinkriegen. Hoffe ich. Na. Klingt aber ungesund, Dodger. Verdammt nochmal. Nee, will er nicht. Ah, ich könnte ihn aber einfach hier drauf ansetzen, oder? Nee, kann ich auch nicht. So. Warum tust du mir das an? Versuchen wir es halt von der Seite aus. Ich habe das doch da auch an der Treppe gestartet. Wieso klappt das denn jetzt hier nicht? Ticken weniger, nur ein Ticken. Ja, so ist okay. So können wir es. Ja. Sehr schön. Haben wir hier noch einen kleinen Fußüberweg. Einen kleinen. Wenigstens. Hier eine Weiche auch noch, ne? Könnte man hier auch noch einen machen. Und dann muss ich aber ganz schnell los, sonst kriege ich gleich einen Einlauf. Versuchen es mal bis hier, ne? Oh, da waren Prozente drin. Das ist aber Quatsch. Hat ich das bei dem anderen jetzt auch? Vermutlich, ne? Könnte erklären, warum der so komisch hoch geworden ist nachher. Naja, fast. Ich glaube, man kann es erkennen. So. Genau, abgelehnt. Ich komme nicht. Du magst keine 6 Stunden warten. Oh. Das stimmt. So, auf jeden Fall nochmal schnell speichern. Gut, ihr Lieben, ich mache aus. Im Anschluss werde ich wohl, wie gesagt, für meine Frau noch ein paar Regale anbringen müssen. Vielleicht hören und sehen wir uns bald wieder oder später oder also, ne, zeitnah. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Dodger, mal wieder vielen, vielen lieben Dank für deine großartige Unterstützung. Ach was. Und ich wünsche euch trotzdem einfach schon mal einen wunderschönen guten Abend und sag bis demnächst. Tschüss. Ciao.